So, Kollegen, Tag 3. Heute mal kein Training, kein Hardcore-Defizit. Heute ist mal Rest-Day aus verschiedenen Gründen. Zunächst hat es heute geregnet. Das ist jetzt eigentlich eine Scheißausrede, um nicht ins Training zu gehen. Und dann, naja, habe ich halt irgendwie Fleisch geschnitten. Ein bisschen Rindfleisch und leider dann auch ein bisschen Menschenfleisch, das ist leider auch ein bisschen dumm gelaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lassen wir es heute erstmal warten. Warte, bis es aufhört zu regnen, fahre dann kurz noch ein bisschen was einkaufen. Und ich habe mir jetzt endlich, Gott sei Dank, ein paar Sachen geholt. Einmal hier eine Waage, um mich zu wiegen. Was sehe ich hier für einen Mülleimer? Dann eine Waage, um mein Essen zu wiegen. Und ja, dann hauptsächlich hier die Lebensmittel. Wenn man natürlich erstmal so einen kaputten Finger hat und dies und das und Rest-Day, da, wenn man dann sozusagen schon nicht mehr so hardcore dabei ist und nicht mehr sagt, ich mache heute 2500 Kalorien Defizit, dann neigt man ja auch leicht dazu, sich irgendeinen Scheiß zu kaufen. Aber ich habe mir gedacht, nee. Das lassen wir erstmal. Also hier erstmal drei Zutaten für den Salat. Feldsalat, Tomaten, Paprika. Werde ich einfach alles klein schnibbeln, in eine große Dose tun, dann essen. Dann habe ich hier noch meinen schönen Stremelachs gekauft, weil der einfach ist lecker, ist gesund, dies, das. Und dann denke ich mir, ja, der passt definitiv noch rein. Sachen, die vielleicht eher weniger reinpassen, also Haselnüsse wären ja theoretisch auch noch gesund. Da werde ich die nochmal austesten, ob ich aus den Haselnussmus machen kann. Aus ganz normalen Haselnüssen, also die so weit schreddern, dass da wirklich Mus ist, wie als wenn man das so im Laden kaufen würde. Und dann noch ein bisschen Edelbitter Kakaoschokolade. Ich habe gehört, dass es im Allgemeinen irgendwie ein bisschen einigermaßen gesund sein sollte. Und deswegen wollten wir jetzt erstmal 70%, damit es noch einigermaßen schmeckt, nicht irgendwie 80, 90%. Mal gucken erstmal, ob mir das überhaupt schmeckt, so Bitterschokolade. Und sonst scheint es jetzt erstmal, denke ich mal, das noch akzeptabel zu sein vom Gesundheitswert, sage ich jetzt mal. Wenn ich auf einmal morgen wieder krasse Pickel bekomme, dann lag es wahrscheinlich an der Schokolade, aber ich glaube nicht, dass das so schlimm sein wird. So sieht das aus. Haselnuss im Mixer, also jetzt im Food Processor, nicht in dem hier, in dem Mixer, sondern in dem hier, und dann einfach mal gucken, ja, wie das wird. Es könnte laut werden. So, das mit dem Mandelmus scheint ganz schön lange zu dauern. Es wird besser, also zu Anfang war es wirklich nur so Pulver, so wie man es kennt. Nussschrot, Nussmehl. Aber je länger man das sozusagen rührt, desto klumpiger und klebriger wird es. Und ich hoffe einfach, wenn ich das jetzt noch viel, viel länger püriere, dass es dann irgendwann auch zu so einer richtigen Creme wird. Mal schauen. So, ich glaube, das Nussmus ist echt schon ganz gut geworden. Also das ist schon richtig, richtig cremig. So wie, also es wird richtig. Es ist wohl durchaus eine Methode, man kann sich Nussmus super selber machen. Ich werde das jetzt noch ein bisschen länger pürieren lassen und dann werde ich das vielleicht in irgendein Gefäß tun. Aber es scheint echt super zu funktionieren. Aber was man halt, man darf halt nicht aufgeben, ne? Das dauert echt extrem lange. Das püriert ja echt schon richtig, richtig, richtig lange. Aber irgendwann wird es zu Nussmus und da muss man einfach nur durchhalten und dann hat man irgendwann selbstgemachtes Nussmus. So, das sieht doch gut aus. Das ist jetzt wirklich eine richtig, richtig cremige Konsistenz, so wie man sie haben will. Hilft wahrscheinlich auch, dass es ist ganz schön warm geworden dabei. Ich denke mal, das hat das auch
ein bisschen erleichtert, dadurch, dass das Fett in den Nüssen so ein bisschen ölig geworden ist. Und ja, dann werde ich das jetzt mal in dieses Glas tun, wo früher mein Mandelmus drin war. Und jetzt habe ich sozusagen schön wieder verwendet. In das Mandelmusglas kommt jetzt Haselnussmus rein. So, hier ist es fertig angerichtet. Richtig schön weich und cremig. Ein Glas mit Haselnussmus. Bin sehr froh, dass es funktioniert hat. So, ich esse hier jetzt noch meine tägliche Portion Gemüse. Da drin sind 500 Gramm Tomaten. Hier habe ich es auch nochmal eingetragen. Fokus. Fokus hier. Ja, 500 Gramm Paprika, 500 Gramm Tomaten und 150 Gramm Eisbergsalat, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ich weiß nicht. Ist ja wurscht, Eisbergsalat hat eh kaum Kalorien. Und dann habe ich letztendlich heute gegessen auch noch 1,2 Kilo Hühnchenfleisch, dann dazu noch das Lachsding und ein bisschen hier Edelwitter Schokolade von Aldi. Steht dann extra nochmal schön drauf. Letztendlich habe ich sogar ganz schön krass viel Eiweiß gegessen heute. Hätte ich nicht gedacht. 334 Gramm. Aber warum nicht? Alles gute, gesunde Sachen und so. Und sonst angenehm viel Fett, Kohlenhydrate, alles im guten Rahmen. Wie gesagt, heute nicht trainiert. Aber dafür morgen wieder. Hoffentlich geht es an meinem Finger besser. Und dann mal schauen, wie es morgen aussieht. Ciao.